Moin Moin! Hallo zusammen! Ich bin der Jürgen. Und ich bin die Olga. Und zusammen sind wir Moi Camper. Heute zeigen wir euch, wie man zum Wohnmobilstellplatz am Ziegelsee kommt. Den Stellplatz. Dann zeigen wir euch, was man alles in Mölln entdecken kann. Und was es mit dem Eulenspiegel auf sich hat. Also, bleibt dran und viel Spaß! Die Kleinstadt Mölln liegt im Norden Deutschlands auf halbem Weg zwischen Hamburg und Lübeck. Die Stadt liegt landschaftlich sehr reizvoll am Rande des Naturparks Lauenburgische Seen. Gleich 11 Seen liegen in unmittelbarer Umgebung. Der Schulsee und der Stadtsee grenzen sogar direkt an die Altstadt. Und die Stadt ist wirklich ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur. Nach Mölln bringt uns die B207. Auch bekannt als die alte Salzstraße. Einst wurde auf dieser alten Handelsstraße Salz von der Saline in Lüneburg bis nach Lübeck transportiert, wo es dann in den gesamten Ostseeraum verschifft wurde. Wir sind am Wohnmobilstellplatz am frühen Vormittag angekommen. Ja, insgesamt gibt es hier 24 Plätze. Eine Reservierung ist nicht möglich. Der Wohnmobilstellplatz liegt nahe des Möllner Zentrums und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in das Möllner Stadtgebiet und in die erweiterte Region. Der Platz ist gebührenpflichtig und das Ticket, das bekommt man am Automaten an der Einfahrt zum Stellplatz. Die Gebühr beträgt 7 Euro. Dann müssen wir noch Kurtaxe bezahlen. Ja, dann mach das. 1.4. bis 31.10. Für 3 Personen. Es gibt auch eine Entsorgungsstation.
Die befindet sich aber nicht direkt am Stellplatz, sondern liegt an einer Tankstelle. Ja, laut Betreiber ist die Entsorgung möglich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr und am Samstag zwischen 8 und 16 Uhr. Ja, und einmal Entsorgung kostet 1 Euro. Hier gibt es Strom. Der Strom ist in der Platzgebühr enthalten. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal zwei fantastische Perspektiven. Ein Ford Mustang. Damit würde ich auch ganz gerne mal ein paar Runden drehen. Und der Stellplatz in Mölln im Hintergrund. Ach ja, und die dritte natürlich auch noch. Ja, wir holen jetzt erstmal Brötchen. Mal gucken, wie weit das ist. Das soll irgendwo am Bahnhof sein. Schauen wir mal. In die Richtung. Ja, der Bäcker ist tatsächlich ein Bahnhof. Da werden wir jetzt mal hingehen und dann holen wir uns mal ein paar Brötchen. Man kann da übrigens auch draußen essen. Das heißt, wer keine Lust hat, selber zu schmieren, der kann sich dort hier schmieren lassen. Platz ist hier. Aber die Auswahl an Brötchen ist so fantastisch und es gibt Latte Macchiato. Also man kann hier wirklich ausgezeichnet frühstücken. Denke ich mal. Der Bäcker nur hier ist ja auch sehr bekannt. Wir sind richtig viel rumgelaufen und haben viel entdeckt und das zeigen wir jetzt euch. Ja, direkt vom Stellplatz führt ein Fußweg am Wasser entlang. Ja, und es gibt reichlich Wasser in Mölln und Umgebung. Das heißt, für Wasserbegeisterte gibt es hier die besten Voraussetzungen. Die Seelandschaft lässt sich gut erkunden, egal ob vom Kajak oder vom Schlauchboot, vom Stand-up-Paddleboard oder vom Ausflugsboot. Die Altstadt von Mölln hat uns so begeistert, besonders mit ihren gut erhaltenen alten Häusern und Bauten. Auf dem Hügel erhebt sich die backsteingotische Kirche St. Nikolai über die Mölner Altstadt. Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf die Umgebung
und den historischen Markt. Und direkt auf dem Marktplatz ist nicht zu übersehen die Bronzestatue vom Till Eulenspiegel. Ja, den kennt ja fast jeder. Auf dem Hügel darüber soll Till Eulenspiegel im Jahr 1350 gestorben sein. Und das Reiben von Daumen und Fußspitze der Statue bringt Glück und führt einen dann irgendwann wieder zurück nach Mölln. Ja, ja. Ja, besser. Nach einem wahrlich ausgiebigen Spaziergang legen wir jetzt eine Pause ein und gönnen uns etwas Kaffee mit ganz viel Kuchen. Ja, euch sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.